Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Side 2. Heute unterwegs mit Gritty. Der hört uns zwar nicht, aber er sieht es ja. Er ist gerade auch in so einem schönen, schnellen Teil. Ich habe übrigens jetzt ein Team gemacht, also wer will, ich setze mal einen Teampunkt. Und dann düsen wir mal los. Ich muss mir immer noch mit der Steuerung klarkommen und ich weiß irgendwie nicht, ich finde das Teil immer relativ ungenau. Man muss hier ziemlich, also es ist einfach ziemlich ungenau, finde ich. Und daher ist es ziemlich schwierig, finde ich, Ziele genau zu treffen. Vielleicht bin ich einfach zu scheiße. Das kann natürlich auch sein. Glaube ich eher. Aber egal. Ist auf jeden Fall ganz cool, das Teil. Mir gefällt das. Und genau das, ich hatte letztens, ich glaube, das hatte ich im letzten Let's Play auch gesagt, von wegen, jemand hatte mir einen Kommentar geschrieben, von wegen, ja, irgendwie, warum nimmst du Vanu? Vanu sind schlecht, nimm doch Terranische Republik, sind viel besser. Ist das dann nicht eher, zeugt das dann nicht von Skill, wenn ich mit den Vanu gut bin? Also, ich meine, ist doch eigentlich vollkommen egal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo brennt's denn hier? Hier ist da ja nichts. Ach, die sind da drin. Ah, okay. Oh, da ist jemand. Fail. Ich wusste gar nicht, dass die mir Schaden machen können. Ich gehe mal wieder ein bisschen höher. Das zum Thema Fliegen. Ich glaube, da muss ich noch etwas üben. Ich weiß aber auch nicht. Ich finde das Teil ist einfach... Ich weiß nicht, ob ich vielleicht meine Mausempfindlichkeit da höher drehen muss. Aber es ist teilweise ein bisschen... Ich finde das ein bisschen, keine Ahnung, schwierig dazu steuern, weil irgendwie... Das Teil ist halt nicht so genau. Vielleicht muss ich auch einfach die Maus anders einstellen. Aber irgendwie fand ich das jetzt... Ich finde es halt irgendwie schwierig, mit der Maus dazu arbeiten. Teilweise so ein bisschen ruckelt, finde ich. Wow. Das finde ich das Einzige. Ich finde, die haben bessere Scharfschützengewehre, die Terranische Republik. So von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe. Muss ich sagen, also die, na, das ist schon, also ich finde, ich habe mehr so welche Gewehre, die mit einem Hit töten. Das fehlt mir bei dem Vanus so ein bisschen noch. Also, was ist viel? Ja, ich habe halt, das Teil, was ich ja halt habe, das tötet zwar auch theoretisch, oder es tötet auch zwar ganz gut, nur, ja, könnte halt auch besser sein. Und die, die ich dann noch so gesehen habe, die hatten... Ups. Kriege ich in die nächste Lieferung. 4 Minuten und 64 nur. Dann muss ich mir was anderes raussuchen. Nehmen wir ein Lightning. Warum fahre ich eigentlich hier runter? Ist eigentlich falsch. Egal. Auf jeden Fall... Gott, was wird das denn jetzt? Jetzt fahr doch einfach, ey. Meine Herren. Naja, auf jeden Fall
Keine Ahnung, ich habe jetzt auch mal ein bisschen geguckt, weil ich spiele sehr gerne Scharfschütze hier. Es gibt relativ, also die Gewehre, die man dann noch hat, die haben teilweise noch weniger Schaden. Und ich bin halt eher so, also ich habe gerne kann eine Waffe, wie bei den Amis, bei den, ja, wie bei WoT bei den Amis. Ich habe lieber eine Waffe, die schießt öfters. Die schießt nicht so oft, macht aber dafür extrem viel Schaden. Und das. Oh. Ah, ja, hier komme ich nicht auch rein. Und das fehlt mal halt irgendwie bei den Warnungs, jetzt gerade bei den Snippern her. Mal schön markieren. Puh, war das knapp. Oh, ich hasse es. Ich kriege es mit der Steuerung noch nicht rückwärts hin. Ich weiß nicht weswegen, aber irgendwie kriege ich es nicht ganz so gut hin. Ja, da sieht man wieder, das Panzerfahren echt mein Ding ist. Das bitte. Ey, ihr Huren, ich brauche Reparaturen. Das hat sich gereimt. Ich glaube, ich wechsle mal eben von Sniper auf Reparaturfreak. Was? Super. Komm, wiederbelebt mich. Ey, warum bist du von mir? Gut, die haben auch meinen Panzer zerstört. Jo, scheiße. Ja, dann helfe ich dem Gritty mal. Der sieht auch nach brauchender Reparatur aus. Seht, den kann man sich dadurch halt echt gut Punkte ergammeln. Munitionpack jetzt hingeworfen dahin. Hallo, hier ist Munition. Hallo, hier. Hast du noch Batterien? Da ist Munition. Jetzt habe ich noch Munitionsdingens bekommen. Jetzt kann ich den da hinten noch reparieren. War ganz cool. Gerade das bringt auch echt gut Punkte. Ich stehe in deiner Schuld. Abklingzeit. Nein, für einen Punkt. Bist du des Wahnsinns? Hey, wie geht denn der so schnell down? Shit, fuck die Wand an. Fuck, wir sind die Letzten. Oh fuck, jetzt hab ich mal eingetroffen.
Fail. Scheiße, ne? Naja. Ich habe gerade 300 Zertifikationspunkte und ich spare gerade auf... Ich weiß nicht genau, auf was ich spare. Aber auf jeden Fall brauche ich ja irgendwie 1000. Und ja, dann gucke ich mal, wenn ich 1000 habe, was ich dann erforsche. Okay, jetzt leckt gar nicht. Hat gestern irgendwie im Dingens... Oh, scheiße, hier kann ich slippen. Ich sag schon, im Livestream hat es gegen Ende etwas geleckt. Ich weiß nicht weswegen. Ich höre auch, mein Rechner ist nicht ansatzweise so ausgelastet wie es im Stream. Klar, Stream ist ein bisschen, ja, belastender. Aber, naja, so viel jetzt auch nicht mehr. Was, der Typ hat das noch überlebt? Kommt ja gleich von links, das ist das Problem. Die rushen uns gegen generell irgendwie etwas. Erfolgreich verteidigt. Das finde ich an dem Gewehr echt scheiße. Das hat keinen ganz hohen Zoom. Aber das ist das Beste, was er hat, ist halt mal 3 oder so. Oder mal 4. Und das reicht halt einfach nicht. Fuck die Wand! Scheiße. Oh fuck. Na, es ist halt ein bisschen blöder. Ich glaube, ich nehme jetzt nochmal mein Standardgewehr. Das hat einmal. Das Teil ist geil, es macht halt viel mehr Schaden, aber. Ja. Ich bin dir sehr dankbar. Ich stehe in deiner. Shit, da sind Stepper. Ah, okay, ist bereits jetzt im Trupp. Irgendwo sind da Sniper. Aber ich wechsle jetzt genau... Oh, ich habe gar keinen Aufsatz. Jetzt nehmen wir mal einen 12-10-fachen Zoom. Ist halt einfach viel geiler zu snippen. Die Waffe macht halt leider nur gar keinen Schaden. Ich habe teilweise einen drei Schuss auf den Gegner und der ist nicht tot. Nervt halt etwas. Dafür kann man am Stück schießen. Ja toll, jetzt habe ich den eigenen getroffen. Ich weiß ja auch nicht, wie hoch ich da zielen soll, auch so ein Problem. Guck, da ist wieder null Ballistik drin. Ich muss gar nicht hoch zielen. Und das check ich ja nicht. Manchmal muss man halt echt drüber zielen und manchmal gar nicht.